Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit da Semi. Hallo. Und wir sind immer noch auf der Suche nach versteckten Orten. Und die Semi hat gemeint, es gibt ein Stromkraftwerk. Welch Wunder. Was kann man denn da machen? Keine Ahnung, was man da machen kann. Stromkraftwerken? Du kannst dich vom Strom leiten lassen. Und dich wegkatapulieren. Das kenne ich. Das haut dich dann so. Ja, aber wenn du das doch schon kennst. Alter, ich bin nicht im Spiel. Hallo? Ich hab dich gerade geflugzeugt. Wie kannst du mich nur flugzeugen? Ich hab dich mit dem Propeller zermürbt. Bin auf dich zugeflogen und dann putz. Da jetzt mal endlich einen scheiß Hubschrauber spawnen. Wenn man es genau nimmt, habe ich dich gemallertet. Ja, toll. Schön für dich. Och, Chrom. Nö, weil ich war gerade im Internet, um geheime Orte zu suchen oder mal mysteriöse Gänge, wie wir schon gesehen haben. Ja, toll, mit einem Hammer komme ich nicht weit. Hast du mein Auto in die Luft gejagt? Nein, das warst du selber. Wie? Mit was? Ja, vorne, wo du aufgeschlagen bist. Mit dem Flugzeug? Ja. Mein Flugzeug hat das Auto zerlegt. Ah! Oh, shit! Ich stehe in Flammen! Bin sogar noch ausgestiegen. Was denn? Kein Wunder. Ich komme mit einer AK. Du andere steht mit der Gatling drüben. Wo bist denn du jetzt? Da hinter den Steinen. Keine Chance hast du da. Keine Chance. Ja, wir wollen doch jetzt eigentlich uns nicht gegenseitig umbringen hier, sondern eigentlich. Ach, das ist manchmal auch ganz witzig. Boah. Du Teufel, ich hab dein Teufelgesicht da unten. Ich hab dir voll im Bauch geschossen. Was ist, wenn ich schwanger war? Du hast mein Kind getötet. Das war voll der schlechte Schuss einfach. Jetzt hör auf. Ja, okay. Ja, ich weiß, Respawn-Kill ist nicht so cool. Okay, Friede, jetzt. Komm, wir haben uns wieder lieb. Wo bist du? Ich falle nicht. Nein, ich habe keine Waffe. Boah, hast du das gesehen? Was? Ich bin bei mir jetzt ungefähr 25 Meter weit weggeflogen. Ist jetzt auf. Komm her. Können wir uns umarmen? Nee, ne? Nee. Na gut, ich will dich eh nicht umarmen. Du bist zu rot. Bist du wegen rot angelaufen, oder was? Alter, wie viele Autos schon wieder von mir kaputt sind. I'll do my best. Warte mal. Ich muss ja nichts sagen mit meinen schwarzen Augen. Ich muss jetzt mal diese. Diese Maske wegmachen? Es gibt sogar einen schwarzen Lucifer. Panzerung. Kannst du nur. Panzerung. Snacks, ich hab sogar Snacks. Was ist denn da los? Ich hab mal Snacks. Erstmal rauchen. Erstmal eine rauchen. Rauchen klingt gut. Ich rauch doch gerade eine. Ich bin doch schon wieder bei. Die macht zwei Züge und schmeißt die Kippe weg, ey. Ey, du schaust wieder normal aus. Ja, Gott sei Dank. Mach mal was Normales fahren jetzt. Ey, ich hab Geld bekommen. Wow. Hakauschau. Wieso hab ich so wenig Geld? Wie viel Geld hast du denn? Hallo? Wieso hab ich so wenig Geld? Wie viel? Ach nee. Weil das vielleicht dann Bargeld war. Ja. Ja, aber normalerweise, wenn es eingezahlt wird, ziehst du doch deine komplette Summe, oder nicht? Motorrad. Mal was Vernünftiges fahren. Vernünftig? Ich hab keinen Helm. Toll. Brockstar kann sitzt hinten. Du wirst von meinem Aufprall gedämpft. Oder wie war das?
Achso, das mit Bigfoot, das geht nur, wenn du alleine spielst, Singleplayer, ne? Ja. Aber das muss ich irgendwann auch mal testen. Einfach der Neugier halber. Ob das wirklich funktioniert? Ja. Und mir hat's ehrlich gesagt schon gereicht, wie wir die 100 Monster-Stunts gemacht haben, ey. Und Dennis zusammen. Habt ihr die jetzt alle durch? Dennis und ich haben alle Monster-Stunts, ja. Ja, Dennis sogar auf zwei Charaktere. Ach du Schande. Ja. Jetzt dann noch. Zug! Entschuldigung, ich schaue schon wieder ein Deppenvideo an. Keine Ahnung. Dann steig schnell auf, dann kannst du halt Deppenvideo weitergucken. Achso, bin ich unten oder wie? Ja, ich habe geschrien Zug, dann kam Zug und dann hat es uns runtergehauen. Oh. Was magst denn du? Ja, das hat gerade bei mir gehangen, da wo ich auf bei dir das erste Mal aufgestiegen war, da ist mein Bild hängen geblieben. Oh, cool. Voll gut. Der beste aller Monsterstunts ist immer noch der. Jetzt hole ich uns mal schnell 4 Sterne. Also Leute, falls ihr einen Monsterstunt noch nicht habt, na, das ist der da hier. Der ist gut. Vor allem auch irgendwie recht schwer, weil der Dennis und ich da hinten immer an der Hauswand zerschellt sind. Du musst nämlich in den Knast reinspringen. Also, übrigens, du hast jetzt auch einen Helm auf. Ey, aber einen weißen, langweiligen. Ich mag meinen Helm auch nicht. Ne, doch, in dem Fall passt er zum Motorrad, aber... Ich hätte am liebsten einen schwarzen mit Flammen oder einen ganz schwarzen einfach. Hm. Aber irgendwie kann man den Helm irgendwie nicht ändern. Accessoires, Helm. Ja, so wie man die Autos jetzt tunen kann, sollte man auch die Helme tunen können. Ich will nicht fahren. Ach, ich hab nur die zwei Helme oder was? Ich hab das, also entweder ein Helm oder kein Helm. Dann lieber kein Helm als den Helm. Ich glaube, ich muss mir mal Helme kaufen. Wo kann man Helme kaufen eigentlich? Warum? Na, Helme kannst du doch im Waffenladen kaufen, oder nicht? Im Waffenladen? Ja, war da nicht die Ausrüstung gewesen? Komplett? Weil da gibt's doch auch die Fallschirme. Ja, aber das sind die Armeehelme. Ja, da bist du schon wieder runtergeflogen. Ja, ich bin schon wieder auf... Drauf, ja. Ich fahr jetzt mal zum Klamottenladen. Ich will einen Helm. Du willst einen Helm? Zu welchen Klamotten? Bist du sicher, dass es die bei Klamotten gibt? Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Fahr da jetzt einfach mal hin, sind ja nur 2,5 Kilometer. Also 2,9 Kilometer, aber das ist ja fast 2,5, deswegen... Oh Mann, ich bin schon wieder am Baum gefahren. Nein, ich habe noch nicht getrunken, guck nicht so. Ich glaube, das ist das Problem, weil du noch nicht getrunken hast. Ja, manche Menschen fahren besoffen besser als nüchtern. Nein, ich war noch nie in einer Aufnahme besoffen. Also das darf man, das lass ich mir nicht nachreden. Nein. Das würde ich auch nie machen. Das ist... Wieso ist jetzt die Markierung auch weg? Wenn die Kinder zuhören, also geht er gar nicht. Ja, eben, Alkohol ist was Böses. Wobei ein gutes Bier ist immer gut. Es muss aber ein gutes sein, nicht so ein Oettinger Geplempel oder irgend sowas. Ja, Pfui. So ein Kotzblurre. Ey, wahrscheinlich waren es die scharfen Chips in der Arbeit heute, warum ich Bauchweh hab. Nee, das waren die 30 Tabletten Aspirin. 12. 12 ist auch mehr als genug. Ja. Mir wäre beinahe der Head exploded, deswegen, war nicht so doll, fand ich. Also für jeden, der Kopfschmerzen hat, empfehle ich einen Espresso mit Zitronensaft. Hört sich sau widerlich an, aber es hilft. Es ist auch widerlich. Er muss halt viel Zucker reintun. Dann ist alles gut. Ich gehe mal mit in den Laden rein, weil nicht, dass mich hier noch jemand draußen abknallt. Es kann dich keiner abknallen, wir sind allein in der Sitzung und das wird auch so bleiben. Echt? Ja, ich habe eine Freundesitzung aufgemacht. Achso. Ja, okay. Oh, dann bleib ich vor der Tür. Könnte ich eine rauchen? Da, Hüte. Hüte. Helme. Aber weißt du, was wir auch ausprobieren könnten? Den einen Stunt, wo ich dir mal geschickt habe. Mit dem Flugzeug und mit dem Motorrad. Das machen wir.
Das wird zwar vielleicht 100.000 Aufnahmen brauchen, aber... Ja, nimm du eine Hydra und ich nehme das Moped. Mach mal, ab zum Flughafen. Aber jetzt toll, jetzt meldet sich der Drucker bei mir. Klasse. Schau, ich hab einen neuen Helm. Mattschwarz. Du Monster. Nö, so mal, genau so mag ich. Warte mal, ich fahr dich mal dahin, wo die Hydra eh spawnt. Oder bestell dir mal eine Hydra. Ja, ab ins Spiel mit dir. Was, ich? Ja. Ich soll spielen? Ja. Bestell okay. dir eine Hydra? Ja, ich bestell gerade eine Hydra. Du fliegst, weil... Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich da hochspringe, oder? Ich meine, du kannst es natürlich auch probieren, aber... Was mit dem Hochfliegen? Das war ein Test. Das schaffe ich irgendwie nie. Das liegt am schwarzen Helm. Du siehst nichts. Genau. Du darfst halt nicht so viel Darth Vader spielen. Ich fahre jetzt in Ego-Perspektive. Also ist einer gespawnt bei dir? Ich hab's dir markiert, aber irgendwie steht die jetzt... Halt Markier's nochmal. Markier's nochmal. Jetzt hat. Ich erinnere mich übrigens, ich habe den Stunt mit dem Dennis auch schon mal gemacht. Echt? Ja, aber das ist schon ewig kein her und da lief keine Aufnahme. Oh. Und wir haben erst niedrig angefangen und haben uns dann gesteigert. Also erst niedrig über der Sprungschanze geschwebt und dann immer höher. Und wie hoch seid ihr gekommen? Gute 50 Meter. Über den Wolken. Da. Achso, jetzt muss ich Hydra fliegen, oder wie? Ja. Oh wei. Fahr mal am Flughafen. Am Flughafen? Warum am Flughafen? Weil das am Flughafen ist, dann das. Nee, die haben das mitten in der Stadt gemacht. Nein, das ist nicht mitten in der Stadt. Das sah aus, als wäre das mitten in der Stadt. Glaub mir, Hase, ich kenne diese Rampe. Das ist diese komische Carpark-Ramp, wo der Mini dranhängt. Und da gibt es nur zwei davon und die sind beide in der Nähe im Flughafen. Okay, ich korrigiere mich, es gibt drei. Da, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich jetzt runter. Du musst einfach zu mir. Oh Gott, bis ich das wieder gecheckt habe, wie man da Flugzeug fliegt. Ja, es reicht ja, wenn du im Hubschraubermodus fliegst. Da ist das Ding ja auch nicht gerade langsam. Ja, aber jedes Flugzeug hat bei der Tastatur eine andere Steuerung. Das ist das Problem. Oder ich bild's mir nur ein und bin zu doof dafür. Ich weiß leider nicht, wie sich ein Flugzeug auf der Tastatur steuert. Weil du immer nur mit Gamepad spielst. Korrekt. Ja, du hast halt eine WASD. Was? Bei manchen hast du 8, 4, 2, 6. Bei anderen hast du nur 8 und 5. Hm. Ich mach mal einen Testsprung, dass du weißt, wo ich ungefähr hinfliege. Ja, jetzt muss ich erst mal schauen, wie ich runter und hoch komme. Ja, guck, pass auf. Oh Gott, den Pfeil dann ruhig zu halten, das wäre ganz schön hart, ne? Yay, tot. Ich weiß, dass das ganz schön hart ist, deswegen hat es mir mit Dennis auch fast 2 Stunden gedauert. Ich weiß zwar nicht, wie ich den mit der Tastatur so ruhig halten soll. Das geht wahrscheinlich genauso, wie man geben wird. Hase? Ja? Flieg mal zu mir her. Weil die Rampe ist nicht da, wo du bist. Ja, ich muss ja erstmal schauen und ein Gefühl dafür bekommen, wie ich die am besten... Okay. Das wird eine lange Folge. Das wird eine sehr lange Folge. Ich werde auch erstmal langsam anfangen, weil... Also ja, ich muss erstmal schauen. Runter, hoch, vor.
Okay, jetzt habe ich dich ungefähr gesehen, wie weit du springst. Du musst da dich platzieren, wo der Scheitelpunkt des Sprungs ist. Ja, du bist gut. Ja, da kann ich hinfliegen, wo du bist. Nein! Boom. Du musst nach oben. Du jetzt da. Da, warte. Ich bin zu doof. Warte mal. Da kann ich auch blau fahren. Ich häng da gerade zwischen zwei Bäumen fest. Soll ich dich auspacken? Warte, ich lande auf dir. Toll, jetzt ist mein Flügel abgefallen. Warte, ich schaff's. Echt jetzt? Ich bin auf dem Flügel gelandet. Ja, ich würde jetzt aussteigen, die geht gleich hoch. Ja, ist klar. Die Hydra ist immer wieder gut. Hä? So eine Hydra ist immer wieder gut. Ja, ich würde aussteigen, die geht gleich hoch. Boom. Hey, der war cool. Hast du es aufgenommen? Hast du es im Blickfeld gehabt? Ja, ich habe dich ganz genau angeguckt. Na, das ist gut. Oh, ich muss aufs Klo. Dann geh doch. Nein. Wow! Da war ein Auto im Weg. Es sah jetzt so aus, als bist du irgendwie wieder so 2 Millionen Meter geflogen. So, und wo steht jetzt deine Hydra? Oder willst du das mit der Hydra probieren? Ich glaube, du kannst besser fliegen. Kannst du springen? Kannst du springen? Springen? Ja, aber so soll ich nicht springen können. Naja, gut. Ich nehme eine Hydra. So, jetzt ist die Sabrina weg. Wow! Okay. That was interesting. Was soll alles für Sachen passieren? So, dann rufen wir mal Pegasus an und dann bestellen wir uns eine Hydra. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Where did you spawn? Bestimmt da, wo der Learjet steht und deswegen die Hydra da nicht spawnt. Da 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 da, natürlich. Hey, aber da spawnen sie. Cool. Du brauchst jetzt nur noch eine Mopete, Hase. Eine was brauche ich? Eine Mopete. Ein Moped. Ein Moped habe ich nicht. Ein Mopsped. Ich glaube, ich muss mal wieder zum Friseur. Zum Friseur? Ja, ich auch. Also nicht in-game, aber... Nee, ich meine im Game. Ja, ich nicht. Moped. 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 Da ist Moped. So, ich habe mich positioniert. So, jetzt muss ich nur schauen, da ist die Sprungrampe, also andere Richtung. Du kannst wahrscheinlich super gut still in der Luft stehen. Ja. Ja. Guck damit mal. Hatte ich ja schon meine Probleme gehabt. Hä? Hast du Flugmodus angeschaltet oder wie? Nö. Ich stell das Ding einfach in der Luft ab. Ja, ist klar. Nein! Okay, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt bin ich gestorben, oder wie? Nee. Aber gleich, wenn ich mit ihr fertig bin. Ich habe eine komische Kameraansicht, nur da kann ich das nicht so sehen. Du musst rechts von dem Auto vorbeifahren. Dann was muss ich? Rechts von dem? Rechts vom Auto vorbeifahren. Dann hast du diese Ansicht nicht. Wenn ich rechts vom Auto vorbeifahre, habe ich die Ansicht nicht. Ja. Dann bleibe ich ja am Auto hängen. Nein. Das ist ja auch Sinn Distanz, dass du rechts daran vorbeifährst.
Jetzt ist er voll mit dem Gesicht aufs Motorrad aufgeklatscht und ist gestorben. Geil. Ja, so, es tut bestimmt echt auch weh. Ach, die versuchen dich gerade abzuschießen. Ja, das ist ganz sicher erledigt. Hä? Was ist jetzt passiert? Haben die dich abgeknallt? Nein. Du hast die abgeknallt? Nein. Sondern? Ja. Wenn man in dieser Höhe in den normalen Flugmodus bei der Hydra schaltet, muss man damit rechnen, dass das Ding einfach so macht. Blob. Und einfach vom Himmel fällt. Irgendwie Dammlitsch. Darf ich sie irgendwo hinfahren? Wer erschießt mich jetzt? Nee, Mann! Ja, liebe Freunde, es ist schon wieder Zeit. Ah! Habe ich dich getroffen? Nein. Schade. Aber ich bin genau zwischen Flugzeug und Auto gelandet. Noch besser. Ich habe eine Idee. Mach mal nochmal. Ja, wenn ich mein Motorrad aus dieser missligen Lage rausbekomme, kein Problem. Warte, ich muss schnell Lester anrufen. Warum Lester? Hey, ich Sterne hab. Ach so. So, okay, warte. Ganz schönes Gruselwetter hier. Was hast du gemacht? Verfolgung auf mich? Nö, ich finde das gerade irgendwie extrem cool. Was? Was ich gemacht habe. Das war der volle Daredevil-Stunt. Krieg mein Motorrad dann nicht mehr raus. Darf ich mal? Hey! Dankeschön. Dankeschön. So, dann, was hast du vor? Mach mal nochmal. Einmal, spring einfach mal nochmal. Ich will was probieren. Du willst was probieren, der Klasse. Du willst mich nur abschießen. Nö, ich schieß nicht. Doch, wie so diese, aber wie heißen das? Luftgewehr schießen. Mit den Tellern. Du meinst Tontauben schießen. Ja, genau. Das magst du jetzt mit mir. Nö. Angie comes. Und jetzt auf den Kopf drauf, sag ich doch. Ne, ich wollte eigentlich die Rampe in die Luft jagen, aber dummerweise ist es von oben nach unten explodiert und nicht von unten nach oben. Oh. Aber das mache ich jetzt nochmal. Und du nimmst nochmal dein Motorrad. Und diesmal platziere ich die Waffenbomben von unten nach oben. Ah, ich glaube, das füllt schon nicht mehr. Wieso? Fährt nicht mehr? Doch. Es qualmt, aber es... Naja, lass qualmen. Hat Fehlzündungen. Und fährt nicht mehr richtig. Macht nix. Und brennt. Und ich stehe in Flammen. Beeil dich! Siehst du mich? Beeil dich! Fahr, fahr, ich fahr! Nicht mehr, ich kann nicht mehr fahren. Dann steig ab. Burn, Baby, burn. Nur blöd, dass der Regen... Was war denn das jetzt? Du brauchst irgendwas, um da drüber zu kommen. Warte, ich bestell dir Motorrad. Stell dir sogar ein Motorrad. Ich kann mir selber ein Motorrad bestellen. Wer schneller ist? Ja, ich bin nicht schneller. Bestellt. Oh. Bei mir hängt die Internetverbindung. Ich bin bloß gespannt, wo es spawnt. Da, hinter dir. Da, wo dein altes Motorrad war. Jo. Take it. I take it, baby. Und I will spring it. Was? Ja, das war schon knapper. So, jetzt liefere ich mir noch eine abschließende Schießerei mit der Polizei. Wieso bin ich schon wieder gestorben, Hallo? Weil du es kannst. Sterben kann nicht gut. I don't see any Bullerei.
Ei. Also, liebe Freunde, macht's gut, haut rein. Und ach. Servus. Sind wir schon wieder am Ende unserer Reise? Ja, wir sind am Ende unserer Reise. Oh nein. Schon vorbei. Ei. Dann euch viel Vergnügen noch. Ui.